Hallo Welt, da sind wir wieder. Und ich bedanke mich für das Kommentar. A-Virus Gamer, danke, hast einen Kommentar da gelassen, super. Ja, und wir begeben uns auf Mission. Was wollten wir denn da machen? Ah, ich sehe schon Außenposten Simonia. Da gab es eine Entführung. Darum müssen wir uns kümmern. Preston Garvey hat mich gebeten, Außenposten Simonia beordert, um dort eine Entführung nachzugehen. Ich muss dorthin reisen und schauen, wie ich helfen kann. Das machen wir jetzt. Hey, wie geht es dir? Los geht's. Oh ja, hier steht's nochmal. Wer mit seiner romantischen Begleitung in einem Bett schläft, erhält den Skill Bettgeflüster, der alle neu erhaltenen EP vorübergehend erheblich steigert. Da sind wir. Und, naja. Du musst mir helfen. Die haben meinen Freund entführt. Wer? Du hast Glück. Wer hat sie entführt? Sie meinten, sie würden in ein paar Tagen wiederkommen, um das Lösegeld abzuholen. Wenn ich dich bezahle, werden sie sie töten. Aber ich habe so viel Geld nicht. Mhm. Ja, weißt du denn wo? Oder ihnen eine Lektion erteilen. Ja, weißt du wo? Weißt du, wo sie sie hingebracht haben? Ich bin mir recht sicher. Ich markiere es auf deiner Karte. Wir haben den Minutemen um Hilfe gebeten, aber ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass jemand kommt. Bring sie einfach wohlbehalten zurück, okay? Na, das wird ja auch spannend. Denn da waren wir offenbar noch nicht. Und es sieht sogar nach einer Siedlung aus. Breakheart-Ufer. Kinderkrippe Greentop, von da aus starten wir mal wieder. Wenn ein Schädel bei einem Gegnernamen auftaucht, heißt das, er ist mehrere Level über dir und schwer im Kampf zu besiegen. In solchen Fällen ist es schlauer, wegzulaufen und später wiederzukommen, wenn du stärker bist. Ach, wir sind sowas von stark. Blutkäfer saugen ihren Opfern nicht nur das Blut aus, sondern schießen auch häufig damit auf sie, was zu verzerrter Sicht führt, denke ich. Na, ist denn hier alles in Ordnung, wo wir schon mal da sind? Werkstätten, County Crossing. Ah, sie brauchen Betten, das können wir doch eben machen. Moment mal, das ist Grey Garden, wo wir sind, oder? Das ist doch nicht County Crossing hier. Nein, das ist Kinderkrippe Greentop. Oh, die haben kein Wasser. Die haben keine Betten und keinen Schutz. Kümmern wir uns erstmal ums Wasser hier. Steht ja schon was. Moment, ich habe Wasser für euch. Schwupp. Na komm schon. Dahin. Okay, dann dahin. Und wir können da auch nichts machen. Dann mitten rein hier. Zack. Ja. So, Wasser reicht schon mal. Betten. Betten, Betten. Wie viel braucht. Oh, hier sind aber auch viele schon. Die brauchen einiges an Betten. Immer noch zu wenig. Wie sieht's mit dem Haus aus? Da müsste doch auch noch was reingehen. Ah, hier geht auch noch was. Wir bauen mal ein Bett mehr auf. Hier im Haus. Okay. Und dann benötigen sie noch Schutz.
Ja, bei Schutz haben wir ja gute Erfahrungen mit diesen Beleuchtungen hier gemacht. Können wir nicht bauen, weil uns Öl fehlt. Scheinwerfer. Ein Öl. Haben wir dann nicht Öl auch hier gefunden? Hier ist aber nichts. Kein Öl hier. Ja, die Pip-Boy-Lampe eingeschaltet. Einfach die Tabulator-Taste lange gedrückt halten, dann leuchtet es schon irgendwann. Nein, kein Öl hier, weit und breit kein Öl. Speiseöl vielleicht auch nicht. Nichts. Blechdose, Kochtöpfe. Kein Benzin, kein Öl. Das hat jemand runtergeworfen. Was willst Jetzt du haben wir es eingesteckt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte es da hochlegen wieder. Oh, hier ist doch was. Leere Farbdose. Na, die ist leer. Also werden wir da wohl kein Öl rausbekommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Wie kann ich helfen? Du glänzt etwas, aber brauchst du irgendwas? Brauchst du irgendwas? Mehr Betten wären gut. Die Leute müssen sich derzeit beim Schlafen abwechseln. Das haben wir schon erledigt. Ihr benötigt vor allem eins, mehr Schutz. Ja, dann schauen wir mal, ob wir hier irgendetwas schon mal vorbereiten können. Das würde ja auch gehen. Oder so. Nee, das würde nicht gehen. Lasergeschützturm. Benötigt auch Energie. Also bauen wir erstmal Energie. Ja, das können wir auch hier bauen. Wir werden später dann, wenn wir wieder Material haben, werden wir dann dafür sorgen, dass wir hier so ein großes Energiepylon verbinden mit einer Lampe, die dann da oben drauf steht vielleicht, oder daneben, wissen wir noch nicht. Schaden kann es nicht, wenn wir so ein Teil schon mal da haben. Und jetzt, achso, dafür brauchen wir Öl, hierfür brauchen wir auch Öl. Ja, sollen wir so ein Laserteil mal aufbauen hier? Ich weiß nicht, das bringt 8 Schutz. Ja, testen wir das mal. Testen wir mal, was das Ding kann. Der Schutz ist auf jeden Fall somit geleistet. Und wie sieht das jetzt aus hier in Kinderkrippe Greentop? Oh, es fehlt immer noch an Schutz. Wenn wir jetzt mal Essen und Wasser zusammenzählen, 38 und dann noch Energie obendrauf geben, 44, die brauchen ziemlich viel Schutz. Wir müssen also ganz viel erstmal sammeln, vor allem Öl. Öl fehlt immer und Kupfer wird auch immer fehlen. Was haben wir denn sonst noch? Wie schwer sind wir? Es geht. 114, damit begeben wir uns jetzt auf die Reise von hier aus nach da oben. Das heißt, wir folgen hier einfach der Straße, gehen dann hier links und sofort wieder rechts. Okay. Ja, so ein schöner Nachtspaziergang bei Regen hat doch auch was Erfrischendes. Hier links und dann war das hier rechts. Ja, ich denke, wir sind hier schon auf dem richtigen Weg. Da sehen wir schon Splitterminen. Die sammeln wir aber ein. Da ist noch eine, okay. Das sind verflixte Mutanten. Jetzt habe ich aus Versehen geschossen und sie auf uns aufmerksam gemacht. Nicht die beste Idee gewesen. Ja,
Was ist denn mit unseren neuen Waffen? Wir müssen doch unbedingt mal die neuen Waffen haben. Ich glaube, dass wir Pech mit den Hunden haben. Wir haben die Explosion jetzt tatsächlich überstanden. Nehmen wir uns das mal mit Mutanten-Hundefleisch aber mit. Ja, das ist jetzt nicht so elegant alles gewesen. Wir brauchen Drogen. Und wir sehen nichts. Okay. Jetzt aber. Stimpack, okay. Tatsächlich, sie folgen uns. Wir bräuchten mal eine andere. Oh, das ist ja ganz gut. Das bleibt raus. Ich mir hängen deine Eingeweide um. Oh, da muss man die treffen. Planke nehmen wir mit. Kriegen wir Holz raus nachher. Boah. Ja, das war der erste Streich. Mal sehen, wie viele Anläufe wir hier brauchen. Mit dem Skill Waffenfreak stehen dir effektivere Waffen wahrscheinlich an der Waffenwerkbank zur Verfügung. Es ist ganz gut, dass das jetzt passiert ist, denn wir wollten sowieso mal die neuen Sachen ausprobieren. Nämlich zum Beispiel das Jagdgewehr, eigentlich das Scharfschützengewehr, haben wir doch. Dieses hier. Oh, das ist aber laut. Haben wir hier noch keinen Schalldämpfer für? Der Schlechter, Supermutanten-Schlechter. Wow. Moment mal. Oh nein, das Auto. Und wir sind tot. Der Hund aber auch. Ha, der Hund hat es auch nicht überlebt. Ja, wir müssen besser mit unseren Waffen irgendwie noch zurechtkommen. Schön, dass wir getarnt sind, aber ich sehe nicht, welche Waffe jetzt ausgerüstet ist. Okay. Ja, die wäre doch schon ganz gut. Schaden 34. Ja, aber gegen die Hunde haben wir vorne das Bajonett dran. Aber sonst kann das Ding ja auch nicht sehr viel. Wir stehen hier mitten im Weg. Wir brauchen einen besseren Punkt, von dem wir angreifen können. So sind wir natürlich kein nur im Futter nur vorne. Das Commonwealth. Boah, hör auf. Lass das. Doch, der Hund auch noch. Und wir sind schon wieder tot. Meine Güte, das ging ja schnell. Na, noch leben wir. Aber irgendwie. Wow. Alles schießt. Nur ich nicht, ich renne. Ja, das meine ich doch. Zustechen und Stich. Das ist nichts. Wir machen das nochmal. Nein, wir schaffen das jetzt. Na, warum? Ich kann gar nicht nachladen so schnell. Jetzt aber. Du
denke, er ist tot. Ah, ich kann nicht mehr laufen. Verdammt. Ah, bis hierhin geht's doch ganz gut. Wir müssen nur schnell wegrennen jetzt. Ach, das auch noch. Oh, nein. Beide Beine im Eimer. Ja, wir müssen schnell irgendwie sowas wie ein Stimpack nehmen. Und die Sache ist die. Nur Probleme hier. Nur Probleme. Lauf da hoch. Renn, spring. Deine Beine sind wieder in Ordnung. Nur spring doch schon. Spring. Verstecken. Auf jeden Fall sind wir schon mal ein bisschen aus der Gefahrenzone und wir haben auch so ein paar. Mr. Gutsy. Ah, der kann ja auch was. Okay, die Gefahr geht auseinander. Gleich kommt die Vorsicht und wir sind in Sicherheit, hoffentlich. Wer hat ein Ziel? Dein wertloser Hintern gehört mir! Kein Schwätzelein! Ach, den kriegen wir doch nie. Außerdem will ich auch nicht gegen Roboter kämpfen. Ich mag Roboter eigentlich. Dennoch müssen wir jetzt mal zwischenspeichern, auch wenn das jetzt nicht gerade die beste... Was qualmt hier? Boah, die auch noch. Na, wir haben ja echt Glück diesmal. Wir haben doch unsere Glücksjacke an. Was soll das denn jetzt? Oh Mann, ich höre schon. Der Skorpion hinter uns. Der hat noch mehr drin. Immer schön auf Stein bleiben gegen die Skorpione. Die können nämlich sich durch die Erde graben, aber nicht durch Stein, hoffe ich. Oh Mann. Ob es weitergeht oder nicht, wird uns dann die nächste Folge verraten. Ich glaube, wir müssen hier mal beenden, denn sie dauert schon viel zu lange, diese Folge. Mitten im Spannendsten. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.